vorgestellt hätten, dann wäre schon mal mehr hängen geblieben. Also wäre alles möglich. Also das Bild zum Wort, also das richtige Bild. Genau. Also nicht das Wort, sondern das Bild. Ja. Also drum ist schon schäbig, dass Pediculose drin war, ne? Weil Pediculose kennt niemand. Und das ist kein Bild. Ja. Aber nachdem wir vorher darüber geredet haben, der Herr Lanz hat das ja richtig buchstabiert, also was ist das, ist es natürlich ein wichtigerer Ausdruck geblieben, haben wir beide. Genau, war die Konzentration selektiv auf diesen Begriff ein bisschen stärker. Mhm. Wie funktioniert's? Also ich kann mir alles das gut merken, was ein Bild für mein Gehirn ist erstmal. Ein Bild nimmt, wenn ich das mal so sagen darf, mehr Speicherplatz ein, glaube ich sogar. Ja. Und ein Bild hat die Fähigkeit, mehr Gefühle hervorzurufen. Und Gefühle sind, ich sage immer, der Merkturbo. Der Professor wird wahrscheinlich gleich sagen, durch ein Gefühl wird eher Dopamin ausgeschüttet, was dann den Speichervorgang wieder unterstützt. Also wenn ich ein Bild machen kann, bin ich im Vorteil. Wenn das Bild jetzt noch, wie soll ich sagen, merkwürdig, bescheuert ist, richtig, also bescheuert ist richtig. Je blöder das Bild ist, desto besser bleibt es haften. Machen Sie mal ein Beispiel. Ja. Sie haben so eine Tafel mitgebracht. Ja gut, die Tafel ist nicht sehr bescheuert, die können wir auch gleich mal angucken. Wir gucken ja vielleicht auch gleich mal zu Namen hin. Wenn wir jetzt bei Namen mal gucken, was man für Bilder aus Namen machen kann. Mein Name ist jetzt Geiselhart. Ja, was stelle ich mir denn jetzt bei Ihnen mal vor? Ja. Da fällt mir vieles ein, aber so. Kennen Sie sich in gut, Hamburg 23, aus? 50? Hamburg, Reeperbahn? Ja. So gibt's, da gibt es Domina-Studios, da gibt es Damen, die mit so einer Geißel. Das Publikum weiß das, oder? Ja, es sind alles Hamburger hier. Ja. Es sind ein paar Experten dabei. Also, Geißel, die Peitsche der Domina. Und ich bin derjenige, der sich geißelt, ganz hart. Geißel. Würde ich das in echt machen? Das wäre doch so bescheuert, das würde sich jeder merken. Und zum Schutz, damit ich mir mit der Geißel nicht in die Augen haue, habe ich so eine auffällige große Brille auf. Na, früher habe ich immer blaue Augen gehauen, das war blöd. Ja. Wenn ich das jetzt vormachen würde, wäre es so ein blödes Bild, da würden die alle sagen, wenn sie mich nach einem Monat auch wieder sehen, hau bloß ab. Ja. So, geh mir weg. Und die hätten den Namen drauf. Herr Scheich, ist es so einfach? Naja, also da steckt das Prinzip drin, dass wir Dinge multiple verknüpfen, sagen wir, also Assoziationsbildungen machen. Und hier bei diesen Worten lässt sich das oft mit Bildern ganz gut machen. Und zwar verknüpfen wir dann letztlich zwei Hirnbereiche hier im Parietallappen, und zwar rechts und links. Auf der linken Seite sind es dann Worte, auch in ihrer Reihenfolge zum Teil, also diese abstrakten Begriffe. Und auf der rechten Seite ist dann entsprechend dazu, zu diesen Begriffen, auch eine Bildinformation verarbeitet. Und die Verknüpfung besteht darin, dass diese Verbindungen, die eh bestehen, kurzzeitig verstärkt werden. Wenn jetzt eine akustische Information noch dabei ist, wir haben das ja schriftlich gesehen hier, aber wenn man es dann noch laut ausspricht, dann wird also sozusagen noch der Hörkortex mit eingekoppelt. Das heißt, das war in ganz dieses geschickt System, eigentlich. Ganz geschickt. Nicht? Und wenn man es hinschreibt, dann werden zum Teil eben motorische Zentren noch mit eingebunden. Also die multiple Verknüpfung durch Tätigkeiten, durch verschiedene Sinnesorgane, vielleicht kann man auch an irgendwas noch lecken oder so, das würde dann auch noch irgendwas bei manchen Dingen reinbringen. Hilft. Nicht? Also ansprechen hilft möglichst vieler enorm, Sinne. Aber passiert dann über die Vermittlung einer Struktur, das ist der Hippocampus, also das Seepferdchen an der Innenseite des Schläfenlappens. Und das sorgt dafür, dass wir es zumindest im Kurzzeitgedächtnis behalten. Mhm. Wir haben hier die ganze Zeit nicht über Langzeitgedächtnis geredet. Also wie das dann langfristig verankert wird. Abgespeichert wird, ist nochmal ein anderes Thema. Nicht, das ist eine andere Sache. Eine Sache, die wir alle häufig und gerne vergessen, PIN-Zahl zum Beispiel. Genau. Anhand dieser Tafel? Am besten mit diesen Zahlensymbolen. So. Da ist jetzt jeder Zahlensymbol zugeordnet für die Nullen Hühnerei. Okay, also man erkennt es vielleicht von der Form her. Die 2 sieht er, die 2 denkt man sofort an Schwan, oder? Wenn die 2 ein Bild sein sollte, muss ein Schwan sein. Deswegen haben wir da den Schwan. Die 1 hat vielleicht die Form einer Kerze. 3 ein Dreizack, 4 vierblättriges Kleeblatt, 5 eine Hand mit 5 Fingern, 6 ginge der Elefantenrüssel hier, der macht so die 6. Ja. Man kann auch an ein anderes Bild denken. Mhm. Schweinskram übrigens kam mir gerade schon die Idee, merkt sich auch sehr gut. Schweinkram. Ja, Schweinkram. Ja, Schweinkram, ja. Also alles, was so mit Sex angehaucht ist, ne, oder? Merkt sich also ein bisschen. Ich müsste mir Sie nackt vorstellen, oder? Zum was? Beispiel, ja. Ehrlich? Hallo? Ja, es gibt Dinge, die will man nicht, Herr Geiselhart. Ja, genau. Ja. Also ich nicht. So, also Sie haben jetzt diese PIN-Zahl. Ja, wie genau. Wie merken Sie sich die? Hier 7 ist eine Fahne, 8 eine Sanduhr, 9 eine Schlange und 10 ein Golfschläger mit Ball. Die sind, wenn man sie mal sich ein bisschen anguckt und verinnerlicht, relativ eingängig. Wenn man die dann mal drauf hat, kann man da wirklich virtuos mitspielen. Man kann also eine Geschichte
mit diesen Zahlensymbolen basteln. Erzählen Sie mal eine Geschichte. Meinetwegen, wir nehmen mal, stellen Sie sich mal vor, Sie stehen in der Bank ja? und kriegen jetzt Ihre neue PIN-Nummer übergeben. Mhm. In die Bank kommt ein Schwan herein, ja, so reingewatschelt. Mhm. Der hebt den linken Flügel, das passiert alles in echt jetzt, ne? Alle Sinnesorgane mal kommt mit rein. Kommt der Schwan rein, ist die 2? Ja, hebt den linken Flügel, holt einen Dreizack drunter her, ja? schließt eine Kerze auf, die auf dem Tresen steht und hält Ihnen die unter die Hand, bis die Finger ganz heiß werden. Okay, 2, 3, 1, 5. Richtig. Und somit, okay. genau. So. Und nach dieser Methode, wenn wir jetzt mal... Und jetzt mal, das, ich meine, ich glaube, das kann jeder bestätigen, wenn die Geschichte bei Ihnen in der Bank tatsächlich passiert wäre, würden Sie die Geschichte doch nie wieder vergessen. Nein. Ich weiß nicht, wo Sie, vielleicht in Südtirol, nee, auch nicht in Südtirol, nein, oder? Nein, ja. nein. Herr Messner, wie merken Sie sich Namen? Ist auch etwas, wovor wir häufig dann stehen? Also es ist sehr interessant, dass ich habe einen guten Überblick über die alpine Geschichte, weil ich auch interessiert daran bin. Ich merke mir wirklich die Namen immer mit emotionalen Geschichten dazu, weil ich die Geschichte ja kenne. Das heißt dann, ich stelle mir dann, der Soleder hat die Civetta Nordwestwand erst begangen, die ich selber kenne. Das heißt, ich habe ja hier eine Felsformation, einen Namen. Ja. Und auch wenn ich ja, mal völlig wieder aus der großen Höhe komme, bleibt mir das. Das ja, ist nicht weg. Nur was Bekanntes ja. mit dabei ist. Ne? Okay. Richtig. So, ich habe mehrere Anhaltspunkte. Mhm. Was Sie jetzt gesagt haben, leuchtet mir sehr ein. So, und wenn jetzt einer Opoczynski heißt, ja. kennen Sie, ne? Michael Opoczynski, genau, kenne ich. Visa-Moderator, ja. wie merke ich mir so einen Namen? Da ist die Endung Ski hinten schon mal, automatisch ein Bild, nämlich Super-Ski. Also Skifahren. Die Endung Ski ist immer Ski. Ne? Jean ist vielleicht Jeans und jetzt brauchen wir nur noch was für Opu. Und was könnten wir da dran denken? Opu. Bitte? Opunzie. Opunzie muss ich auch sofort dran denken. Opunzie. Was auch immer das ist. Kaktus. Ein Kaktus, ne? Klar. Okay. Also ich würde denken an opulent. Er futtert sich so richtig voll, wird dann ein bisschen opulenter, quetscht sich in Jeans, hüpft auf Ski. Opuczynski. Opuczynski. Super. Ist ne. Okay. Gut. Ah. Ja, ich weiß schon, jetzt denken Millionen Zuschauer an den Bildschirm und auch die meisten hier im Publikum, ja, nee, ist klar. Bevor ich mir die Geschichte merke, merke ich mir lieber Opoczynski nur so. Ja, genau so. Ja. Herr Geisel, hart. Jetzt, genau. Da war es wieder. Vielen Dank für diesen Besuch. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Professor Scheich, vielen Dank. Und wir waren gerade schon beim richtigen Thema. Opoczynski ist morgen unser Thema. Und Sie sagten opulent. Der ist zwar nicht opulent, aber es geht tatsächlich auch ums Essen. Er wird hier sein, gemeinsam mit Alfons Schubeck. Und dann werden wir mal darüber reden, ob das, was uns da häufig so vorgegaukelt wird, was angeblich in Lebensmitteln drin ist, ob das auch tatsächlich drin ist. Schauen wir uns an am Donnerstag. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Bis dann.